Draußen ist es sonnig und hier auch. Und ich gucke mal, ob wir mit Edgar reden können. Und ein herzliches Hallo und Grüß Gott und Servus zu der neuen Folge Odyssey im Weltraum, hätte ich beinahe gesagt. Nee, habe ich eben vor kurzem geguckt. Odyssey natürlich im Auftrag des Königs. Mal gucken, was hat denn Edgar zu sagen. Hallo. Hallo, Fremder. Bist du ein Soldat des Königs? Ja. Dann sei willkommen. Ah ja. Bist du der Schläfer? Nein, bist du Schäfer. Bist du Schäfer? Wie du siehst. Ich frage mich allerdings, wie lange noch? Wie meinst du das? Ganz einfach. Wenn ich keine Schafe mehr habe, dann bin ich auch kein Schäfer mehr, richtig? Richtig, aber du hast doch Schafe. Noch ja. Aber wenn das so weitergeht, dann habe ich bald keine mehr und kann betteln gehen. Welches Problem hast du denn mit deinen Schafen? Mit den Schafen? Keins. Aber mit dem Greif, der sich ständig meine Tiere holt. Ein Greif? Was ist das? Ein Greif? Wie? Du kennst den Greif nicht, den größten Raubvogel, den es gibt? Nein, da es diesen Vogel weder bei uns auf Athanos noch auf Korinnes gibt. Auch in Myrtana habe ich noch keinen gesehen. Dann warst du wahrscheinlich noch nie im Gebirge von Myrtana. Dort gibt es eine ganze Menge, ebenso in Varant. Hier auf Tamora sind sie zwar eher selten, aber erst vor kurzem hat sich ein junger Greif hier in den Bergen niedergelassen, der sich jetzt ständig meine Schafe holt. Wo hat denn der Greif sein Nest? Wie schon gesagt, irgendwo in den Bergen. Wenn ich seinen genauen Aufenthalt wüsste, dann hätte ich mir diesen verdammten Vogel schon selbst vorgeknöpft. Hättest du denn nicht Lust, den Greif für mich zu jagen? Ich würde dir auch 200 Goldstücke hierfür geben. Ja, natürlich. In Ordnung. Ich werde den Greifen zur Strecke bringen. Danke, Fremder. Mein Name ist übrigens Edgar. Hoffentlich erlegst du das Vieh. Der Greif. Neue Quest. Im Schäfer Edgar reißt ein junger Greif ständig seine Schafe. Ich habe mich bereit erklärt, den Greifen für ihn zur Strecke zu bringen. Dafür winken mir 200 Goldstücke. Ja, schön. Wo ist der? In den Bergen. Also wohl irgendwo hier in der Nähe. Kann das sein, dass das die Stelle ist, wo immer so ein Vogel laut gekrächzt hat? War so ein auffälliger Baum, war das. Wenn mich nicht alles täuscht. Geht das hier runter? Oh, ganz tief runter. Hehehehe. Ach, da hinten. Das ist dieser... Na. Und kein Sidestep machen hier. Hier ist dieser Baum, oder ist er das nicht? Irgendein lustig Baum war das. So ein, einer, der sich total unterschied. Ich meine, das war da, aber wie sind wir denn da hochgekommen? Große Frage. Nee, das ist er nicht. In den Bergen. Der Greif in den Bergen zum Wachturm. Oder war das hier? Nee, ich will hier nicht lang. Da ist ein grüner Barry. Aber gehen wir erstmal zum Adanos-Schrein. Und speichern mal ein. Ich muss noch was essen, weil es hier irgendwie wieder so ein Vieh ist. Da oben ist eine Fliege. Gucken wir mal, ob die Fliege fliegt. Oh, da ist ja was. Hier ist was los. Ich hätte früher was essen müssen, Mensch. Essen oder trinken, das ist hier die große Frage. Essenz der Heilung 100, 140. Ich habe nicht mal so viele Essenzen hier. Mann. Muss ich mir ein Käsebrot schmieren hier? Okay. Nee, nicht mit dem Dings. Ich glaube, mit dem Säbel kann ich die besser nehmen. Schauen wir mal. Ja.
Ah, jetzt. Ach, geht doch. Ui, lustig. Ach ja, die kleinen Giftfliegen waren das. Richtig. Hier geht's nochmal runter. Erstmal orientieren, das ist so verwirrend hier. So, ist hier was versteckt? Hier versteckt sich nichts. Da unten gehe ich später lang. Jetzt mal für mich entschieden. Aha. Moment, was steht da? Ja, da ist immer noch der Adlerschrein zu finden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, Pilze, aber nichts für mich. So, hier war da noch, glaube ich, so ein Fliegelchen. Vielleicht zwei Stück? Okay. So, mal vorsichtshalber hier meine Waffe ziehen. Was? Kleine und große. Na, das wird ja spaßig. Oh nein. Okay. Schön. Haben wir auch geschafft. Na, die große Blutfliege wird wahrscheinlich überhaupt nicht zu natzen sein. Oh, ich muss was essen. Langsam gehen mir meine Vorräte aus. Aber hier Honig. Ich hab doch. Ach, das ist nur ein normaler Honig. Ja, Mist. Halt eben so viel trinken. So. Ja, komm mal rüber. Ich wusste es. Ich wusste es. Haha. So, jetzt bist du unten. Bist hier nicht über den Baumstamm gelaufen. Da ist ja was. Da ist ein Schrein. Mein Gott, ich könnte schreien. Da ist ein Schrein. Okay. Und ein Baumstamm. Zack. Ich stand drauf und konnte ihn sogar nehmen. Herrlich. So, da ist ja die fliegende Fliege. Große Blutfliege hier. Ja, Mist, das wird so nichts. Es könnte eventuell klappen, wenn ich hier mich auf den Baumstamm stelle. Ah, Mist. Da kreist sie nur rum. Ja. Kleinvieh macht auch Mist. Mal näher ran. Spannend. Ah, jetzt ist sie da. Geh mal hier auf die Seite. Mann, sind die doof. Fast. Fast hätte ich die große Fliege erledigt. Also. Wunderbar. So, die haben wir jetzt erledigt. Gucken zum Adlerschrein. Kleine Giftfliege. Große haben wir ja erledigt. So, war hier nicht so ein Schreinchen. Aber dafür gibt es hier auch wieder ganz viele Fliegen, denke ich mal. Ach ja. Oh, was ist sich das für ein steiniger Freund? Das ist sich ganz großes steiniger Freund. Keine Lust, mit steinigem Freund zu spielen. Kannst du mal wieder dich verplempern? Alter Schwede, ist er noch fix wie Sau. Und ich bin hier in eine Falle geraten. Toll, hier geht's nicht weiter. Du liebes Lieschen.
Oh Mann. Okay, jetzt sind wir wieder beim Schäfer. Zum Adanos-Schrein. Aber wo ist dieser Baum? Der Bamberger. Der Baum. Wo der Greif ist. Jetzt muss ich noch mal gucken hier. Ist wirklich sehr, sehr kompliziert, da was zu finden. Ah, hier vielleicht. Hier rechts rum. Ne, hier ist ja nix. Speichern wir mal. So, irgendwas sagt mir, ich muss da runter. Irgendwas sagt mir, da geht's nämlich da noch einen Weg hoch. Oh, weia, und dann haben wir natürlich auch wieder so ein lustig echter Seemannsgrupp. Gibt's das Lebensenergie? Nur ein. Ich kann ja mal ein bisschen was trinken. Sieht gefährlich aus, wirken unbekannt. Was haben wir denn? Bier. Dunkles Paladiner, Mana Bonus 3. Dann hier Blauflieder, Schnaps, ach ja. Lebensenergie und 30. Das ist Rigolo war Blauflieder Schnaps. Ah, lecker. Gut, okay. Also wie schon gesagt, hier muss es weitergehen. Das heißt also, ich werde mal diesem gefährlichen Tier mal trotzen. Das heißt also, ganz schnell. Oh, ein Gobbo ist auch noch hier. Ach, oh, ein Beisal. Ja, klasse. Wunderbar. Oh, ach ja, superklasse, hat also nicht geklappt. Okay, einen neuen Versuch werde ich mal wagen. Vielleicht kann ich ihn ja irgendwie hier von der Klippe nehmen. Ach toll, da wird er wahrscheinlich hochgehen, hochkommen. Supergeil. Nicht schwarzen Goblin, den grünen Varan bitte. Okay. Bleibt da hängen. Aber ich mache keinen Schaden. Das ist Mist. Ach, wie lustig. Da kann ich ja alle Pfeile verballern. Was mache ich denn jetzt? Okay, dann werde ich mal versuchen, vielleicht mit dem Feuerpfeil das Ding zu natzen. Mal ein bisschen näher ran. Ah ja. Das klappt. Jawohl. Ja. Mit Feuerfeigen geht's. Wie cool ist das denn? Und immer schön sinnlich zielen. Nicht so schnell hintereinander. Ah. Alter Schwede. Geschafft. Dürfen auch die letzten Pfeile gewesen sein. Ja, nur noch 9. Neu laden. Neu speichern. Lach mich kaputt, wenn ich jetzt diesen Gobbo mal mit meinem Zahnstocherschwert hier mal erledige. Was steht denn hier drauf? Wahrscheinlich Wachturm. Oh, ein Beißer. Ach du Lie. Wer kommt denn da ums Eck? Okay. Haust du ab. Das sind ja jede Menge hier. Hallo. Haut ab. Echt unverschämt hier. Ah, nicht zu den Schafen. Nachher reißen sie mir die Schafe. Okay. Da ist nicht zu holen. Okay. Ah, sie kommen wieder zurück. Schnell weg. Wenn sie trotten. Kann ich ja schnell was essen. Ja, was willst du denn essen? War so eh nichts da. Ja, ich merke das gerade. Scheiße. Entschuldigung. Muss ich nochmal Holder Schnaps trinken.
Aber das braucht so lange. Aber so viel hat er auch nicht gebracht. Aber mach schnell hin. Na, was soll's. Oh Gott, da sind sie ja schon. Okay, da ist der Beißer. Nur hoffentlich entdecken die mich nicht. Oh, haben sie mich doch entdeckt. Okay, erstmal vorbei. Aus der Gefahrenzone heraus. Ah, Mann. Nicht. Oh, der Schwarze, der macht mich alle. So. Genau, hier sind wir wieder. Nicht zu holen. Da war ja der grüne Waran. So, wo sind die Gobbos? Die haben natürlich jetzt durch das Neuladen ihren Stand wieder neu. Wartung, genau richtig, da wollte ich ja hin. Ja, da hinten wackelt einer schon. Matza Gobbo. Oh, da sind noch drei, so wie ich das sehe. Vielleicht kann ich den anlocken. Oder so. Okay. Wunderbar. Das war eine gute Doublette. Nicht zu holen. Wunderbar. So muss es doch laufen, liebe Leute. Oder? Hammergeil, hammergeil. Okay. Den werde ich dann... Oh ja, ich... Da sind ja die zwei, die um die Ecke waren. Den werde ich wohl noch kriegen. Aber dieser Beißer, der ist nervig. Und da hinten steht auch noch ein Waran. So, komm erstmal an. Los, Blute! Wunderbar. Okay. Ja, dann schaue ich mal, ob ich hier ums Eck komme. Was steht da dann auch nochmal zum Wachturm? Bin ich noch in der richtigen Richtung gegangen? Gibt's denn da was? Okay, schnell, schnell. Der blöde Dings darf mich nicht wittern hier, der blöde. Schnelle Greif. Quatsch, Greif, sag ich schon. Der Beißer da hinten, dieser graue Beißer. Jetzt habe ich aber noch hier ein Varanix. Obelix Varanix. Nja, 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 nja. Was heißt das? Ich glaube, ich werde ganz schnell verschwinden. Mag es ja nicht. Okay. So. Während er noch hier am Drohnen ist, hole ich ab. Weil mich erwischt. Kann ich nur hoffen, dass hier auf dem Weg nichts ist. Oh. Mensch, bleib doch da nicht hängen. Kommt er hinterher? Nein, er bleibt hängen. Er bleibt selber hängen. Das ist klasse. Das ist klasse. So. Währenddessen speichern wir mal kurz ab. Zieh eine Waffel, Quatsch. Ihn eine schöne grüne Waran. Nee. Wie viele Pfeile? Ach, nur noch 9 Feuerpfeile. Ach, ich glaube, ich lasse mal. Ich lasse mal außer Acht. Wir wissen, was hier oben ist. Wie das aussieht, ist es leer. Wo führt denn das eigentlich hin? Das sind wieder Gobos. Aha. Ach ja. Ja. Zack, zack, Feuerpfeil. Speichern.
Denn sicher ist sicher. Und jetzt versuchen wir es mal mit dem Feuerpfeil. Ah, habe ich noch nicht mal getroffen. Hau ab! Das bringt auch nichts. Ja, das bringt alles nichts. Aber jetzt habe ich vergessen aufzunehmen. Ich habe ihn gerade mit einem ganz normalen Schwert gekillt. Aber so aufregend hier. Okay, jetzt kann ich in Ruhe noch was essen. Und zwar die Brote und die Fische. Ich habe nur noch ein Brot. Moment mal, was gibt's denn hier? Valais, das ist Lebensenergiebonus. Ja gut, vielleicht ist das ein seltenes Gewächs. Was haben wir hier? Seraphis. Lebensenergie. Ja gut, okay. Dann werde ich mich mal an die Seraphis ranmachen. Temp 2 Slot speichern. Und versuchen dann ihn hier nochmal zu grillen, zu killen. Schade, schade, schade. Na wieso? Ich werde ganz schnell da oben hochklettern. Dann mache ich das nicht gleich so. Okay, sicherheitshalber noch die Stufe hoch. Und? Wo bist du? Bis ich darauf gekommen bin, ne? Also hier rauf zu steigen. So, wo ist er? Weg ist er. So, das ist schön. Das ist ja echt hier der Berg ruft mäßig. Oh Mann. Was hier mich wohl wieder erwartet. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, einige von euch wissen es wirklich besser. Aha. Ach du liebes Läuschen. Also ein Beißer. Oder ein Ripper oder ein Snapper oder wie heißt der? Ribbe, ja, Ribbe. Jack the Ripper, ja. Entweder hier hoch. Mal gucken, vielleicht gibt es hier Kräuterchen. What the hell? Da ist ja der Greif. Oh, die Audios. Noch 9 Feuerpfeile. Das hat mich jetzt echt umgehauen hier. Hey. Jawohl. Brenne. So, der brennt richtig gut. Warum denn jetzt sowas? Alter. Also das... Oh, da ist sogar ein Schaf gerissen. Glaubst du es denn? Wo ist der Greif jetzt hin? Ist der geflüchtet? Na super geil. Der Greif ist weg. Oh. Was mach ich denn jetzt? Oh. Okay. Heilpflanze, das ist immer gut. Hier geht's weiter runter. Jetzt ist der Greif weg. Müssen wir mal eben gucken. Oder ist? Der ist ja hier irgendwie runtergegangen. Also das macht mich jetzt wieder dutzig. Was mache ich denn jetzt? Speichere ich mal woanders lang. So. Und dann lade ich nochmal. Vielleicht wird er wieder dahin gespawnt.
Sieht nicht danach aus. Nee. Der Greif ist futsch. Wo ist der Greif hin? Also er ist ja hier runter. Toll, ja klar. Ach ja, das ist unser lustig. Hab ich jetzt normale Pfeile? Ja, ne? Das ist unser... Wo ist denn er jetzt wieder hin? Jetzt hat er sich wieder verpisst. Wahrscheinlich durch die Elsenwand geklippt. Also hier ist echt was los. Ah ne, da hinten ist einer. Kommst du hier? Okay, das dürfte jetzt reichen. Genau. Wunderbar, den haben wir dann auch schon erledigt. Also das macht mich jetzt ein bisschen stutzig, dass der Greif weg ist, plötzlich. Der kann ja nicht weit sein. Nicht zu plündern. Okay, den habe ich erledigt gehabt. Oh, da hinten ist ein Häuschen. Oh, auch noch. Ja, was es mit dem Greif auf sich hat, das weiß ich jetzt nicht. Kann jetzt nur noch eins versuchen. Oh, auf diesen Baum springen. Das wäre auch lustig. Das geht bestimmt, ne? Aber nee, wir heißen ja nicht Tarzan, sondern Roland. Und wir müssen den Roland mal helfen, den Greif wieder zu finden. Der verschwundene Greif wird es heißen. So, hier war er ja. Er ist nicht mehr da. Nö, ist weg. Vielleicht ist er da drüben. Nee, das ist ja das Rippe da, oder wie er heißt. Was mache ich denn jetzt? Ich werde nochmal was machen. So, wie ihr sehen könnt, habe ich das Spiel nochmal neu gestartet. Man kann ja natürlich versuchen, die Objekte, die vorher ihren Standpunkt, ihren festen Standpunkt hatten, kann man ja versuchen, nochmal neu irgendwie zu resetten. Also ich habe es im Forum gelesen, nochmal abspeichern, neu laden oder ganz ausmachen und nochmal neu starten. Schauen wir mal, ob wir damit Glück haben. Ja, das ist natürlich eine vertrackte Situation. So, ich bin jetzt genug vom Greif weg hier von der Position. Das heißt, ich muss ja nochmal hochklettern und ich müsste eigentlich nochmal neu einrendern, weil es jetzt hier ein bisschen hakelt, das ist klar. Er muss ja die World neu einrendern. Jetzt bin ich gespannt, ob der Greif da ist. Nee, ich höre ihn nicht. Nee, da oben ist er nicht mehr. Ja, was nu? Der Greif ist futsch. Was sagt die Questlog? Nö. Futsch. Was gab's denn hier? Kräuter. Dunkelpilz. Happa, happa. Heilkraut. Sehr schön. Dann können wir das hier noch wenigstens mal auf dem Rückweg mitnehmen. Dass es hier ein paar Sachen gibt. Natzen. Also ich bin jetzt ein bisschen bedröppelt, weil ich habe den Greif jetzt kriegen können, beziehungsweise erblicken können, habe ihn auch angeschossen und der ist jetzt futsch. Der ist einfach über mich weggeflogen, ist runtergesackt. Vielleicht liegt er hier irgendwo, vielleicht ist er selber kaputt gegangen, ich weiß es ja nicht. Der greifende Greif. Ach, wie ergreifend. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schauen wir mal. Es kann ja sein, dass er hier ganz nach unten geflogen ist. Ja, jetzt muss ich an die beiden wieder vorbei. Nicht schön. Oh.
speichern. Jetzt muss ich mal gucken. Mach jetzt mal. Welchen nehme ich denn jetzt mal? Ach, ich nehme einfach Tamora hier. Den Speicherstand. Befinde ich mich auch. So. So, abhauen, abhauen, abhauen. Ich glaube, das große Ding da, das macht mich kaputt. Und da lag was. Mhm. Und diese böse Beißer noch hinter mir her? Nee, der Varan ist hinter mir her. Ach, Leute. Ach, ich habe ja noch ein Glück. Ich habe ja noch meine... Genau, richtig. Versuchen wir erstmal hier ein bisschen Deckung zu finden. Deckung hab ich gesagt. Na, oh, super klasse. Jetzt bin ich hier mit dem Mang. Also, liebe Leute, das sieht echt lustig aus. Ich wollte gerade den Teleport. Ja. Das mache ich jetzt auch. Leute, ich hab's gerade geschafft. Okay, bis zur nächsten Folge. Mann, oh Mann, nicht viel gebracht. Den Greif nur erblickt, aber nur angeschossen. Ich weiß nicht, wie es gar weitergeht. Ob der nachher wieder da ist. Also, in der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Gebt mir einen Daumen, schreibt Kommentare. Mein Gott, war das spannend. Ich sag tschüss.